Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, gibt es heute unsere 10 Jungsnamen, die es bei unserem zweiten Kind nicht geworden sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und los geht's. Wie schon bei meiner ersten Tochter haben wir uns hier auch wieder eine Liste gemacht mit ganz vielen Jungs- und natürlich auch Mädchennamen. Und tatsächlich haben wir uns diesmal ein bisschen schwerer getan mit den Namen. Aber jetzt in der 25. Woche steht der Name und wir sind glücklich damit und sehr zufrieden. Ich habe schon in dieser Schwangerschaft gesagt, das Kind kommt namenlos, weil wir uns einfach so uneinig waren. Aber jetzt, ja, so wie bei meiner ersten Tochter, zack, hat man irgendwie den Namen. Das ist einfach so. Ich hoffe, euch können die Vorschläge von mir eventuell etwas helfen. Einmal so persönlich, wir mögen außergewöhnliche Namen, also die es einfach nicht so oft gibt und ja, das werdet ihr natürlich dann auch gleich merken. So, ich würde sagen, meine Top 2 Namen werde ich ganz zum Schluss sagen und zwischen den beiden hätte es wahrscheinlich auch so ein kleines Match gegeben. Einer von den beiden wäre es wohl geworden. Wir haben uns tatsächlich nicht auf einen Jungsnamen geeinigt. Ja, einfach weil ja, es ein Mädchen wird und dementsprechend, genau, haben wir uns da nicht weiter beschäftigt. Zuerst war es ja ein Junge vom Geschlecht her, aber da haben wir dann auch ganz kräftig gesucht und dementsprechend habe ich auch viel, viel mehr Jungsnamen als Mädchennamen auf meiner Liste. Aber genau, ich würde sagen, die letzten beiden werde ich euch dann, so meine Favoriten werde ich euch dann am Ende sagen. Jetzt fangen wir erstmal unten in der Liste an. Und zwar ist der erste Name Leonard. Leonard kam tatsächlich auch so, also kam von Felix. Und mir hat der Name auch sehr, sehr gut gefallen. Und für ein paar Tage war der auch so, ja, wirklich in meinem Kopf drin. Und ich habe gedacht, ja, das passt total gut. Lia und Leonard. Und Leonard dann mit Spitzname Leo fand ich total cool. Und dann waren wir im Tierpark und da hieß ein Kind Leonard. Und es wurde die ganze Zeit gerufen und ich dachte dann, boah, nee, das kann ich nicht. Ich kann mein Kind so nicht nennen, weil das hat sich einfach nicht schön für mich angehört, dass das Kind wurde halt die ganze Zeit so gerufen und ja, das war irgendwie nicht mehr passend für mich und dann fiel der Name raus. Ich glaube, wenn es nach Felix gegangen wäre, hätte, also wäre es auf jeden Fall ein Leonard geworden. Auch Felix' Eltern waren sehr, sehr angetan von dem Namen. Aber wie gesagt, ich konnte mir das nach dem Tierparkbesuch gar nicht mehr vorstellen. Der zweite Name und auch wirklich sehr, sehr hoch im Kurs bei mir ist Bennett oder Benetton. Das fällt bei Felix leider komplett raus. Das finde ich sehr schade, weil der bei mir von Anfang an auf Platz 1 stand. Also Bennett oder Benetton sind einfach wunderschöne Namen. Aber wie gesagt, für Felix fielen sie direkt von Anfang an raus. Der dritte Name ist Carlo. Carlo finde ich auch richtig schön, ist ein richtig toller Name, klingt schön, Lia und Carlo, passt für mich einfach. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum es der nicht geworden ist, also keine Ahnung. Also im Endeffekt sind es ja alle nicht geworden, aber ich weiß es nicht, steht auf jeden Fall auf unserer Liste, ist auch wirklich ein wunderschöner Name. Und der vierte Name auf unserer Liste ist Nilo. Und der fünfte ist Milo. Genau, also Nilo, einmal mit N, einmal mit N, einmal mit M, Milo. Fiel leider auch beides für Felix raus wegen dem Sänger Milo. Wie man es nimmt. Ja, auch ein großer Top-Name von mir. Und der war auch wirklich, als wir gesagt bekommen haben, es wird ein Junge, war der für mich, war der schon so fest. Also wir haben da beide drüber gequatscht und Felix hat gesagt, ja, er muss mal so ein paar Tage noch drüber überlegen, aber so schlecht findet er ihn nicht. Und zwar war das Ellen und Liam als Zweitnamen. Also Ellen, Liam. Kann man natürlich auch beide einzeln nehmen, also ich finde sie auch einfach sehr, sehr schön. Felix, ja, war halt, also, ja, er hat bei Ellen immer an Ellenbogen gedacht und deswegen war der am Ende dann nichts für ihn. Solche Sachen, gut, muss man halt beachten, wenn man so länger über den Namen drüber nachdenkt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, also wenn ich Ellen gehört habe, habe ich nicht an Ellenbogen gedacht oder so.
Und Liam finde ich auch sehr schön, ist mit E geschrieben, nicht mit A. Aber für mich trotzdem immer noch richtig schöne Namen und vielleicht fürs nächste Kind mal gucken. So, und der achte Name, auch ein ganz, 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 ganz großer Favorit von mir. Und am Anfang von der Schwangerschaft habe ich zu meinen Schwestern gesagt, wenn es ein Junge wird und ich darf den Namen entscheiden, es wird ein Pepe. Pepe, ich liebe diesen Namen einfach. Es ist so ein wunderschöner Name. Ja, weiß nicht. Ich finde es einfach harmonisch, ich finde es schön. Viel für Felix leider auch von Anfang an raus. Er hat gesagt, ich habe gesagt, wenn es ein Junge wird, heißt er Pepe. Und Felix hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und der vorletzte Name, bevor dann mein Top-Favorit kommt, also auch jetzt der neunte Name, auch ein sehr, sehr großer Favorit von mir, Colin. Auch ein wirklich toller Name, aber leider hatte ich damals mal ein Babysitterkind, auf das ich aufgepasst habe, und das hieß Colin. Und Felix hat das einfach immer damit verbunden und deswegen fiel es für Felix auch leider komplett raus. Für mich immer noch ein sehr, sehr schöner Name. So, und jetzt, Trommelwirbel, kommt die Nummer 10 und der tatsächliche Top-Name von mir, der auch jetzt am längsten auf der Liste stand. Also, beziehungsweise, seitdem wir wussten, es wird ein Junge und dann hieß es ja, mal gucken, was es wird. Die Frauenärztin war sich nicht sicher und dann habe ich diesen Namen im Fernsehen gehört, allerdings ein bisschen anders. Und hab dann so in der Nacht von diesem, also nachdem wir diesen Film geguckt haben, habe ich über den Namen geträumt und von an dann war mir klar, es wird ein Leonor. Richtig, richtig toll. Ich liebe diesen Namen. Leider hat ihn mein Schwager versaut, indem er immer gesagt hat, das erinnert mich immer an das Waschmittel Lenore. Ja, und damit war der Name für alle anderen versaut, außer für mich. Ich bin immer noch Feuer und Flamme für den Namen Leonor. Ich finde ihn einfach super, super schön. Ich finde ihn harmonisch. Man kann ihn wieder mit Leo abkürzen. Und oh, ich bin super verliebt. Und er bleibt auf jeden Fall auch auf meiner Liste fürs nächste Kind. Felix war auch gar nicht so abgetan davon, aber so ganz war es nicht sein Name. Und dann hat die Frauenärztin ja auch gesagt, es wird ein Mädchen. Somit fiel der Name dann wirklich komplett raus bei Felix natürlich. Aber dennoch, mal schauen, was das nächste Kind so bringt. Und ja, das waren unsere 10 Top-Jungsnamen, die wir jetzt hier in der Schwangerschaft im Gespräch hatten. Wie gesagt, einen festen haben wir nicht gehabt und es waren einfach nur alles Ideen, Spekulationen, wie könnte der Junge heißen. Aber genau, ich hoffe, ich konnte vielleicht euch ein bisschen helfen. Vielleicht ist der ein oder andere Name dabei, der euch auch gefällt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Vielleicht sehen wir uns bei Teil 2. Da gibt es nämlich unsere Mädchennamen. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!